Und damit, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mario Kart 8 Deluxe Booster Streckenpass. Ich hoffe, ihr wisst alle Bescheid, wo wir uns befinden. Heute schauen wir uns den Doppelkirschen Cup an mit der Los Angeles Strandparty, der Sonnenuntergangswüste, dem Cooper Cup und dem Vancouver Wildpfad. Davon muss ich ehrlich sagen, ist der Cooper Cup meine Favorite Strecke. Wir starten rein. Los Angeles Strandparty. Mal gucken, ich sehe Bohrinseln. Ist das sowas in Los Angeles? Gibt's das da? Geil, ich habe keine Ahnung von Los Angeles. Also wirklich überhaupt nicht. Wir ballern mit Mutant Tyrannia heute in dieses wunderbare Streckendesaster herein. Mal gucken, ob wir besser sind als gestern. Gestern war ja schon sehr... Wir reden nicht über gestern, okay? Da haben wir uns den ersten Platz tatsächlich mit Bowser Jr. geteilt. Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, sie ist oben auf dem i nochmal verlinkt. Checkt es auf jeden Fall ab. War mega krass. So, aber wir kommen jetzt zu Los Angeles. Ich war noch nie in Los Angeles. Ich habe keine Ahnung von Los Angeles. Los Angeles ist ein... Nee, ich will es nicht sagen. Ich traue mich nicht. Los Angeles ist keine Stadt. Los Angeles ist ein Staat. Hoffe ich. Sonst werde ich jetzt todes weggeflamed einfach. Los Angeles klingt nach Las Vegas, aber keine Ahnung. Oh, no, 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 no. Ich könnte mich auch komplett irren. Ey, legit, ich habe so wenig Ahnung von Amerika. Reden wir nicht drüber. Genießen wir die Strecke, die... Ich denke mal, es ist eine Tourstrecke. Jede Strecke, die im Real Life ist, ist eine Tourstrecke. Alles klar. Baseball? Wie cool. Oh nein. Ich dachte, wir können durch das Baseballfeld fahren. Ich sehe nichts. Wenn Sie bitte die Scheibenwischer anmachen. Mario Kart 8, Mario Kart 9, Entschuldigung, braucht Scheibenwischer. Ha, wie lustig, ein blauer Panzer. Ich hasse mein Leben. Ach man, was ist das denn? Es fängt gar nicht gut an, aber wir sind noch Erster. Ja, ja, ach klar, ja, ist ja, ja klar. Ja. Nee, ach komm. Jetzt ist gleich der Controller aber auch kaputt. Jetzt ist langsam mal gut jetzt. Nein. Oh mein Gott, war das... Ja, 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 sehr schön. Es ist so lächerlich. Nee, ich gehe gleich. Ich sag's ehrlich, ich gehe gleich. Ich starte das Rennen gleich neu. Ist mir komplett egal. Was war das denn? Nee, es fängt hier nur an mit Betrug. Ich hasse alles schon wieder. Jetzt ist doch... Ach, lass doch einfach mal. Ich mach gleich Easy Mode rein. An die, alle 2 Metern Bonfire. Jetzt gönn doch. Es ist die größte... Wie, ja, Fünfter. Also, jetzt gehe ich aber... Es tut mir leid, Guys. Es ist ganz schlimm heute. Es ist zu warm. Wir schieben es auf die Hitze und kommen direkt zum nächsten Rennen. Und in der Sonnenuntergangswüste habe ich die Hoffnung, meine Position noch weiter auszubauen. Ja, das sieht wieder aus wie so eine Standard-Marios-Pistenstrecke. Und die fühle ich meistens nicht, weil die sind immer gleich. Wir haben eine relativ glatte Oberfläche, rot, blau, grün und gelbe Blöcke an der Wand, die es eingrenzen und das war's. Ich finde die Strecken meistens eher belanglos, aber die Sonne macht es echt actually krass. Die erste Strecke, auch wenn ich, echt schlecht gespielt habe, so, die war auf jeden Fall eine stabile 7 von 10. Die Strecke fand ich ganz gut. Mal gucken, was die Strecke hier rausholen kann. We will see. Shy Guys, die hier mit einer Pickaxe Diamanten sammeln. Oder Kristalle an sich. Die haben sie im Backpack drin. Ich fühle den Touch von der Strecke sehr. Aber es ist halt wieder nur so eine Mario-Pistenstrecke. Ja, also ich sag's, wie es ist. Die Strecke ist sehr eintönig. Das ist schon krass. Das zieht mein Ranking natürlich maximal runter. Wow. Wir haben alles von der Strecke gesehen in der ersten Runde. Die Sonne, also der Sonnenuntergangsflair holt nochmal einiges raus, aber das ist eine 4 von 10. Die Strecke ist grausig.
Also die Strecke ist echt garbage. Finde ich schade. Finde ich schade. Aber die Strecke ist gar nicht mein Fall. Wow. Also die war in 5 Sekunden abgehakt. Sorry, aber das geht besser, Nintendo. Eine meiner Favorite-Strecken, die es auch, glaube ich, sogar schon auf dem 3DS gab, oder nicht, wenn ich mich nicht täusche, ist der Koopa Cup. Dabei natürlich Cup mit K und A geschrieben, weil wir sind ja jung und cool. Wir schreiben Wild mit Y. Wir sind fresh. Wir starten rein in das nächste Rennen. Und der Koopa Cup habe ich hohe Erwartungen, weil die Strecke einfach cool ist. Die ist einfach... Die sieht in HD so krass jetzt schon aus. Mal gucken, wie das so wird. Ist Morten schon wieder vor mir? Morten hat mehr Punkte als ich. Morten könnte den Sieg hier für sich rausholen. Und das fände ich halt legit nicht gut. Ja, das ist so eine krasse Passage hier. Ich fand das schon damals mit den Bäumen hier. Oh nein. Hier mit dem Torbogen. Und wir können gleich durch einen Koopa Shell durchfahren. Oder dran vorbei? Nee, man konnte doch auch durchfahren. Was? Konnte man nicht? Aber jetzt kommt die Unterwasserpassage mit diesen Lasern. Die es auch nicht mehr gibt. Nintendo? Was habt ihr zu eurer Verteidigung? Wo sind die Laser hin? Da waren so Laser, die sich im Kreis gedreht haben. Enttäuschung. Pure Enttäuschung. Also das Fazit zu der Strecke wird ganz arg subjektiv. Yeah, alles klar. Ah doch, hier fahren wir durch eine Koopa Shell. Ich habe nichts gesagt, aber die Laser. Also wir werden hier tatsächlich... meine Favorite-Punkte der Strecke weggenommen. Und das wird sehr subjektiv werden. Das zieht das Ranking halt maximal runter. Ich sehe! Oh, da unten, der All sieht aber krass aus. Also der Flair von der Strecke ist halt immer noch so cool. Aber ich finde es schade, dass sie eben einfach diese Laser weggemacht haben. Warum denn? Welchen Grund gab es? Ich fand die immer cool. Reden wir nicht weiter drüber. Was? Pilz. Wichtig, wichtig, wichtig. Komm, Erster, bitte. Let's go. Ja, also, Guys. Da gibt's also so ein Denkzettel, Nintendo. Die Strecke ist immer noch cool so. 6 von 10. Ich find's schade, dass sie Dinge rausgenommen haben. Aber es ist jetzt nicht allzu schlimm. Mal gucken, wie der Vancouver Wildpfad wird. Von Vancouver habe ich noch weniger Ahnung als von Los Angeles. Oh mein Gott, diese Charaktere auf der Tribüne. Die springen da mit 2 FPS rum. Nintendo. Nintendo. Ich habe Angst. Ach, komm. Mal gucken, ob die Strecken... ob es wenigstens eine Strecke gibt, die besser ist als die letzten. Aber mal gucken. Oh, so Winter Wonderland-mäßig, passend zur Jahreszeit. Es sind ja nicht 50 Grad draußen. Ich mag die Hängebrücke. Die hat einen coolen Touch. Actually. Finde ich cool. Die hier auch. So ein bisschen Christmas. Ich finde, das passt gar nicht so gut. In meinen Augen. Also, ich habe keine Ahnung von Vancouver. Vielleicht ist Vancouver auch ziemlich weit oben Richtung Kanada. Dann lässt sich darüber natürlich nochmal reden. Aber jetzt im Sommer eine Winterstrecke rauszubringen, Nintendo, weiß ich jetzt nicht. Aber ist ja nicht schlimm. Die müssen ja auch rein irgendwie. Wir haben zu wenig... Oh, die Strecke verändert sich. Also, wir haben, ich glaube, 2 oder 3 Winterstrecken. Die Animal Crossing-Strecke natürlich, die verändert sich irgendwie immer mal wieder. Aber sonst haben wir zu wenig Winterstrecken und das ist ja gut. In das Wasser soll ich nicht, oder? Hoffe ich. Vielleicht war es jetzt auch eine Ultra-Giga-Abkürzung, sieht so aus, ja. Aber wahrscheinlich ist man im Wasser einfach langsamer. Dafür, dass ich recht wenig habe... Oh, wir kommen in die Arena, Guys. Jetzt auf die Charaktere achten. Ja, was ist das denn für Animation? Nintendo. 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 Das ist ja vergleichbar mit Pokémon. Egal, wir bewerten die Strecke nach ihrer, wie man sie fahren kann, ob sie sich gut fährt und wie sie aussieht. So, ich würde erstmal sagen, dass wir danach gehen werden. Legit, ich habe von Vancouver keine Ahnung. Oh, jetzt geht's sogar noch mal ein bisschen hier durch die Innenstadt. Das ist doch schön.
Ist das wieder die Arena? Ja, da will ich gar nicht rein. Das ist eine andere Arena. Lol. Das ist eine Eisarena. Da rutscht man ein bisschen. Ja, ist auf jeden Fall abwechslungsreich, so ein bisschen. Finde ich cool. Aber wir haben hier so einen guten Vorsprung ausgebaut. Wir werden nicht mehr Zweiter. Karma in der Ecke. Aber da wird gar nichts mehr. Da haben wir den Sieg rausgeholt. Let's go. Sind wir Erster? Wir bleiben auch erstmal mit 10 Punkten Vorsprung. So muss das, Guys. Ja, auf jeden Fall muss ich officially zugeben, die Vancouver-Strecke fand ich, abgesehen von der Animation, für heute die beste auf jeden Fall. Ja, doch. War auf jeden Fall die beste, ja. Meiner Meinung nach. Ich will euch auch nicht weiter aufhalten. Guys, wenn ihr die nächsten Strecken nicht verpassen wollt, Abo dalassen und liken, wenn es euch gefallen hat. Würde mich wieder freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao, Leute. Und schaltet morgen ein. Da geht's mit Mario Odyssey Ultra Modded los.